liebe Gärerinnen, liebe Gärer, liebe Gärschen, liebe Gäste und Freunde unserer Stadt. Ein intensives und ereignisreiches Jahr 2019 neigt sich jetzt langsam dem Ende. In meiner Neujahrsbotschaft für dieses Jahr sprach ich von 365 Chancen, die vor uns liegen. Und ich bin der festen Überzeugung, sehr viele davon konnten wir auch nutzen. Mein Ziel war es, im Wesentlichen Gera liebenswerter zu machen, aber auch gleichzeitig an die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen zu denken. Ganz wichtig war für mich und ist für unsere Stadt auch die wirtschaftliche Entwicklung. Hier konnten wir erste Erfolge verzeichnen. Im Industriegebiet Kretschwitz sind wir mit einem großen Investor in sehr intensiven Gesprächen und erwarten nächstes Jahr im Jahr 2020 einen Baubeginn. Mit Möbel Lutz XXL sind wir weitergekommen und was mich besonders freut, gerade mit der Firma Bauerfeind konnten wir hier eine Neuansiedlung in Gera in unserer Stadt schaffen, die keine Selbstverständlichkeit war. Darauf bin ich sehr stolz und viele weitere Schritte werden in den nächsten Monaten und Jahren da auch noch folgen und folgen müssen. Ein ganz wichtiges Signal in die Wirtschaft in unserer Stadt an die vielen Unternehmerinnen und Unternehmer, die wir hier haben, war im November ein Stadtratsbeschluss zu einer leichten Senkung unserer Gewerbesteuer. Warum ist das wichtig? Seit vielen Jahren hieß es immer nur, wir fordern mehr, wir fordern mehr, wir fordern die Steuern von den Unternehmen. Jetzt sind wir in der Lage, etwas zurückgeben zu können, dass die Unternehmen etwas mehr Raum zum Atmen haben, dass sie vielleicht dadurch zusätzliche Investitionen anstoßen, dass sie damit neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter anstellen. Und eins kann ich Ihnen sagen, dieses Signal aus Gera wirkt in den ganzen Freistaat hinein. Und darauf können wir stolz sein. Ganz wichtig ist auch das Thema Gesellschaft neben der Wirtschaft. Und Gesellschaft, das zeichnet unsere Stadt aus. Ein Beispiel dazu sind die vielen lebenden Städtepartnerschaften, die wir pflegen. Zum Beispiel mit Fort Wayne in den USA, zum Beispiel mit Temeschwar in Rumänien oder in Russland mit Rostow am Don. Das hat insbesondere in der Zeit, wo zwischen den Ländern oftmals Kälte herrscht, eine ganz besondere Bedeutung, weil die Menschen vor Ort, hier in Gera oder in den Partnerstädten, wir hier den Zusammenhalt pflegen, wir gegenseitiges Verständnis wecken und auch verstehen, warum vielleicht der ein oder andere in dem anderen Land denkt und handelt, wie er es tut. Auch ein wichtiges gesellschaftliches Thema in unserer Stadt ist der Sport. Wir sind enorm erfolgreich als Stadt im Bereich des Sports und nicht nur in einer Disziplin, sondern über viele unterschiedliche Disziplinen. Linus Weber, Volleyball-Nationalmannschaft. Wir haben einen Schwimmer, der den dritten Platz bei den deutschen Meisterschaften belegt hat. Wir haben Sabine Berg, die bei Weltmeisterschaften einen dritten Platz im Inlineskating belegt hat. Und die TSV Westvororte Gera mit ihren Oak Trails haben eine Auszeichnung auf Landes- und hoffentlich dann auch auf Bundesebene erhalten. Darauf können und sollten wir stolz sein. Auch ein wichtiges Thema, insbesondere jetzt zum Jahresabschluss. Und Sie sehen ihn im Hintergrund, ist unser Märchenmarkt. Auch hier ist die Stadtverwaltung neue Wege gegangen. Unser Rathaus ist mit Lichterbogen geschmückt, die unsere OTGAU in kleiner, feinteiliger Arbeit über das ganze Jahr hergestellt hat, sodass auch das Rathaus jetzt in neuem Glanz in der Weihnachtszeit erstrahlt, um damit zu zeigen, wir sind stolz auf unseren Märchenmarkt, wir sind stolz auf unsere Stadt und wir wollen gemeinsam Licht in die dunklen Tage bringen. Wichtig war auch insbesondere im Jahr 2019 der Prozess um die Bewerbung als Kulturhauptstadt Europas im Jahr 2025. Kulturhauptstadt Europas ist ein enorm wichtiges Ereignis. Die Kulturschaffenden haben zueinander gefunden. Wir haben einen Kulturentwicklungsplan schreiben können. Die Akteure haben gearbeitet, waren fleißig. Wir hatten ein Trabi-Hub-Konzert im Sommer hier auf unserem wunderschönen Marktplatz. Und insofern ist der Schmerz, dass wir nicht weitergekommen sind, verkraftbar. Denn selbst ohne Sieg sind wir Sieger, weil wir wissen, welchen Weg wir weitergehen müssen. Und ich danke allen Akteuren, die dieses Jahr enorm dafür gekämpft haben. Danke ganz explizit. Viele Jubiläen haben unsere Stadt gesellschaftlich geprägt.
nicht nur, dass wir im Jahr 2019 30 Jahre Mauerfall feierlich begangen haben, nein, wir hatten auch viele Eingemeindungen der vielen Ortsteile zu feiern. 25 Jahre Teil der Stadt Gera zu sein, 100 Jahre Teil der Stadt Gera zu sein, das waren große Ereignisse und wir haben mit einem großen Festkonzert im Kuck, glaube ich, allen Ortsteilen die Wertschätzung entgegenbringen können, die sie vielleicht in den vergangenen Jahren vermisst haben. Nochmals, danke an alle Ortsteile, dass ihr ein Teil von Gera seid und wir wollen in den nächsten Jahren auch zeigen, jeder Ortsteil ist so wichtig wie die Stadt insgesamt, denn nur zusammen sind wir stark. Mit diesem kurzen Rückblick möchte ich mich von Ihnen aus dem Jahr 2019 verabschieden. Ich wünsche Ihnen jetzt ganz herzlich geruhsame und hoffentlich entschleunigte Weihnachtstage. Genießen Sie insbesondere die Zeit mit Ihrer Familie. Ich danke Ihnen fürs Zusehen, ich danke Ihnen fürs Zuhören. Herzlichst, Ihr Julian von Arp.